Wenn wir schauen, wie ernst man einen Datensatz nehmen kann, dann hilft es immer mir persönlich total, mir den Datensatz nicht als eine Zahlenmenge vorzustellen, sondern als eine Person, die kommt und mir eine Information anbietet. Und dann würde ich ja auch erstmal überlegen, was hat die für einen Hintergrund? Was ist das Interesse, mit der diese Person zu mir kommt? Also bezogen auf den Datensatz schaue ich dann, wie ist der zustande gekommen? Welche Kategorien gab es? Wie ist die Erhebung gelaufen? Wie war die Fragestellung? Und welche Akteure waren beteiligt? Was war deren Eigeninteresse zum Beispiel auch dabei? Dann schauen wir uns an, gibt es eine zweite Quelle, die irgendwas über dieses Thema aussagen kann, so wie im Journalismus ja immer. Und wir benutzen natürlich auch statistische Verfahren, um zum Beispiel Unsicherheiten, statistische Fehler und solche Dinge deutlich zu machen. Und dann kommt man schon mal ein ganzes Stück weiter und kann es so ein bisschen einschätzen, wie man mit so einem Ergebnis umgeht.